Hallo und herzlich willkommen, liebe gartenschlauen Freundinnen und Freunde da draußen. Noch bin ich nicht rausgegangen, werde ich jetzt machen, draußen, Samstag, heute super Sommerwetter, muss man auf jeden Fall raus, müsst ihr auch machen. Nicht drin bleiben, auch wenn ihr viel mit Pflanzen zu tun habt, macht das lieber in den frühen Morgen- oder Abendstunden, oder besser gesagt, in den frühen Morgenstunden geht ihr raus zum Joggen und abends könnt ihr euch mit Pflanzen beschäftigen. So viel dazu. Aber ich habe noch ein kleines Thema. Und zwar bei mir schlummern schon seit vielen, vielen Jahren aus Südamerika, Australien, Afrika und sonst wo überall noch Pflanzensamen, die ich auch während meiner Studienzeit gesammelt habe. Und die müssen jetzt endlich in die Erde. Das habe ich jetzt angefangen. Ihr seht hier hinten meine Anzuchtstation. Diverse Exoten wachsen bereits, sind schon gekeimt. Hier einmal Hibiskus coccineus, dann habe ich hier Colvillea racemosa ist hier. Steht ja auch schon draußen eine Pflanze, wenn man hier durchs Fenster schaut. Hier steht Colvillea racemosa, die habe ich bereits seit über 8 Jahren. Die wächst mehr oder weniger als Bonsai, die ist ultra klein geblieben. Ist normalerweise ein Baum, der viele, viele Meter erreichen kann. Und dann habe ich hier Cochlospernum vitifolium, wird auch als Butterblumenbaum bezeichnet, und es sind noch diverse andere Pflanzen am Wachsen. Dann habe ich hier Dombeia carcuminum, habe ich es richtig ausgesprochen? Bestimmt nicht. Carcuminum. Dombeia carcuminum. Und dann wächst hier Australien natürlich Corymbia ficifolia, das ist der Bubblegum Tree, ein Eukalyptus. Super geile Pflanze. Dann, ihr seht hier draußen, ist Adenium obesum am Wachsen, hat schon eine Blütenknospe. Ein anderes Adenium wächst hier. Das ist das Adenium obesum Black Magic mit dieser dunkelroten Blüte. Eine Blüte hat schon abgeschmissen. Ich hoffe, dass diese überleben wird. Und natürlich hier Plumeria wächst. Die Plumeria, da komme ich aber noch in einem anderen Video zu sprechen, ist ja kurz vor der Blüte. Und deswegen komme ich im anderen Video zu sprechen. Ja, hier ist jetzt einiges noch nicht so ganz am Keimen. Habe ich jetzt auch erst die letzten Tage ausgesät. Wird dann in nächster Zeit etwas kommen. Und die nächsten Jungpflanzen, da geht es wieder um Orchideen, wachsen hier. Die haben sich schon sehr gut entwickelt. Einige haben auch schon neue Wurzeln gebildet. Ups, muss man mal drehen, damit ihr das besser sehen könnt. Hier seht ihr knackig grüne Wurzel. Das ist die Bellina, Phalaenopsis bellina. Die haben sich schon sehr gut entwickelt. Dann hier die das müsste eine sein, die haben sich auch schon sehr gut entwickelt, haben schon knackig schöne grüne Blätter. Dann, was ich auch cool finde, Aerides odorata, ist auch sehr hübsch am Wachsen, wachsen alle bei mir ins Phagnummoos. Phagnummoos ist bei mir das priorisierte Substrat für Jungpflanzen. Und dann habe ich hier noch eine Spatiglottis. Elmeri ist eine Orchidee, die kann man draußen wachsen lassen. Ich lasse sie aber hier am Fenster wachsen. Dann habe ich einfach mal einen Versuch, kommt auch in einem anderen Video, zum Thema Kiwi-Stecklinge. Stecklinge wird ein größerer Punkt in den nächsten Videos sein. Da muss ich noch schauen, wie ich es mache. Und hier sind noch ein paar Stecklinge, australisches Zitronenblatt. Oh, da kann man immer dran riechen und dran kuscheln. Das ist eine tolle Pflanze. Ja. Das war es erstmal zu den Aussaaten. Ich habe noch ein paar andere Aussaaten, aber da komme ich dann, sobald die gekeimt sind, drauf zu sprechen. Wenn ihr Fragen zum Thema Aussaat, Australien, Afrika, Südamerika, Amerika, Nordamerika, Kanada, sonst was alles, von mir aus Europa, da gibt es so viel, stellt das runter in die Kommentare, wenn ihr da Fragen habt zum Thema Aussaatanleitung. Ansonsten würde ich sagen, geht jetzt raus, bis zum nächsten Mal, Kanal abonnieren und tschüss.